Liebe Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, anlässlich des Verfassungstages, der für das Parlament ein sehr bedeutsamer Tag ist, findet im Landtag ein Talk statt, der sich mit dem Thema 30 Jahre Wiedervereinigung beschäftigt. Wir beleuchten in dem Talk die Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Das war eine sehr spannende Zeit, weil wir Zeugen davon wurden, wie ein Teil unserer Bevölkerung erstmals erleben durfte, dass auch für sie fortan ihre demokratischen Grundrechte, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit, wahrnehmen durften. Diese demokratischen Grundrechte gab es in der DDR-Diktatur nicht. Auch wenn einige Stimmen behaupten, wir leben aufgrund der teils pandemiebedingten Einschränkungen, die zum Teil auch unsere Grundrechte betreffen, in ähnlichen Verhältnissen, so möchte ich ausdrücklich betonen, dass diese Eingriffe zeitlich begrenzt sind. Sie dienen dazu, Menschen zu schützen und nicht dazu, der Regierung mehr Macht zu geben. Schauen Sie sich den Talk an, dann erfahren Sie, warum wir weit davon entfernt sind, in solchen Verhältnissen zu leben und wie ein Parlament trotz Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise handlungsfähig ist, um den Bürgerinnen und Bürgern politische Entscheidungen zu vermitteln und Ängste zu nehmen.